Warum greift er die denn an? Da sieht man, wie stark die Dinger sind im Vergleich zu den Hunden. Ih! Alter, der hing da gerade mit dem Arsch drin. Mit dem Kopf im Arsch des Vordermannes. Da gehe ich weg jetzt von diesen perversen Hunden, da möchte ich mich echt von distanzieren. Das, also das ist ja, das habe ich auch noch nie erlebt. So, will mich wieder irgendwas angreifen? Nein, gut. So, hier muss irgendwo das Häuschen stehen. Es wird auch langsam dunkel. Ich hoffe, wir haben erstmal genug, vorerst genug Holz gesammelt. Wir müssen wahrscheinlich da unten hin. Ich glaube, da hinten sehe ich es schon durchblitzen, das Häuschen. So, ein bisschen Wolle geht immer. Hier scheinbar auch. Oh oh, jetzt vorsichtig. Ich glaube, ich schwimme mal ein Stückchen. Der Sonne entgegen. Einfach mal die Ruhe wirken lassen. So, jetzt reicht's mit der Ruhe. Jetzt geht's wieder voran. Hier muss doch irgendwo das Häuschen sein. Ich sehe es blitzen. Blitzen und blinken. Dort durch die Wälder. Dort müssen wir hin. Ich glaube es zumindest. Da oben ist... Ach, da ist das eine Haus. Aber da muss doch... Das andere hier so. Hallo? Hallo? Da ist es. Jawohl, ich erkenne es schon am Bambus. So weit ist es schon. Gut, dann haue ich mich wieder aufs Ohr, hier durch unser kleines Portälchen sozusagen. Da könnte ich noch einen in die Breite bauen, damit der Einlass vielleicht ein bisschen breiter ist. Wäre vielleicht gar nicht mal so uncool, aber... Erstmal gehe ich ein bisschen schlafen. Der Gena war echt, weil es gerade an einem Freitag ist und zwar 11.30 Uhr. Nein, das geht ja noch, aber ich muss gleich noch die Folge rendern sozusagen für heute. Es ist der Freitag nach einer sehr aufregenden, nein, nach einer zweiten sehr aufregenden Woche. Die erste war natürlich die Gamescom inklusive Wochenende und danach ging es ja sozusagen gleich weiter, auch mit dem gewissen Videodreh, was der uns da bevorstand. Oh, jetzt habe ich vergessen, mir Holz zu machen. Ich muss erstmal was ablegen. Was kann ich denn hier reinschmeißen? Blumen haben wir hier nicht drin, ne? Nee. Ach, hier habe ich die ganze Scheiße rumfliegen. So, das haue ich mal rein, das haue ich mal rein, das... Blümchen haue ich hier auch mal rein. Erde haben wir so viel drin, dass wir eigentlich gar nicht mehr brauchen. Die halb kaputte Rüstung. 8 Diamanten haben wir noch gefunden. 60 Eisenerz, ein bisschen Gold haben wir ja auch. Knochen haben wir bestimmt auch, jawohl. Graue Wolle haben wir auch. Die schwarze Wolle hätte ich auch reintun können, müssen natürlich nicht. Die Schleimbälle haue ich mal rein. Hier habe ich noch einen Hähnchenschlegel, der kommt da auch drauf. Und ansonsten haben wir noch 64 Wolle und 25 Wolle, die wir wahrscheinlich aber auch gebrauchen werden. Samen packe ich mal da rein und das soll erstmal reichen. Inventar ist natürlich, huch, ist natürlich ein bisschen durcheinander. Aber das darf es auch gerne sein. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Holz. Dann hier hoch. Und dann mache ich auch hier natürlich... Das komische genagelte Holz haue ich hier einfach dran, so wupp, wupp, wupp. Ich weiß noch nicht genau, wie weit ich das bauen muss. Das kann ich noch gar nicht so richtig sagen. Auf jeden Fall, ich mache das dann, glaube ich, so, dass ich hier tatsächlich dann nur ein Stockwerk mache. Ich wollte ja eigentlich so, dass man hier so ein bisschen Balkon hat und hier so ein bisschen rüber gucken kann. Aber ganz ehrlich, das spare ich mir, das mache ich lieber für einen anderen Raum. Dann kann ich eigentlich auch... Das lasse ich erstmal so. Ist die Frage, aus was ich die Decke mache. Das weiß ich momentan nämlich auch noch nicht. Vielleicht aus Stein. Hier im Vorraum ist es ja scheißegal. Da kann ich auch Cobblestone nehmen eigentlich. Hauptsache, es sieht gut aus. Oder vielleicht diesen Stein dort. Ich glaube, das wäre angebrachter, oder? Aber dann haben wir so ein bisschen Mischung. Dann haben wir oben Kobbel, haben wir unten den, dann haben wir hier noch Holz. Ist so ein bisschen Spielerei mit drin. Man muss ja nicht immer nur die gleichen Grundelemente nehmen. Ich probier's mal mit Kobbel. Wenn nicht, reißen wir es halt wieder weg. Ist doch scheißegal. Das juckt doch keine Sau. So, jetzt hier hoch. Das ist natürlich die Frage. Ich müsste jetzt auf dieser Höhe hier zubauen, ne? Der Hinterraum ist natürlich einen tiefer. Nee. Doof. Nee, 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 nee.
Ich mach das mal einen höher, glaube ich. Was denn das für eine Mucke? Ach, Final Fantasy Crisis Core. Ah, sieh an. Kommt mir so bekannt vor. Okay, Du, 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 du. Ich guck mal ganz kurz, was passiert, wenn man das hier, dann ist der Vorraum eben ein bisschen größer. Das stört doch niemanden. Oder vielleicht noch ein bisschen größer. Mal schauen. Und die Frage ist auch, macht man hier ein Flachdach oder macht man das nach oben hin zu? Flachdach oder Spitzdach? Alter, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man die Sachen bauen kann, dass ich teilweise echt überfordert bin und nicht genau weiß, was jetzt am besten wäre. Ich würde hier fast sogar gerne ein Spitzdach machen. Dazu brauche ich natürlich, für ein Spitzdach brauche ich natürlich diese Dinge hier. Und ich weiß nicht, ob ich davon genug habe. Das müssen wir gleich mal gucken. Ich glaube, das wird nicht reichen. 64 ist natürlich ein bisschen mau. Oh. Ja, das wird nichts. So sehe es jetzt aus und es wird natürlich ein sehr großer Vorraum, wie es aussieht. Wie sieht denn eigentlich das Trennerding von außen aus, bevor wir das jetzt irgendwie fest integrieren? Nur mal ganz kurz gucken. Das geht auf jeden Fall. Hinten müssen wir die Tradition vielleicht mit der Wolle und dem Stein weiter fortbewahren. Ich weiß noch nicht. Oder wir versuchen wirklich jedem Raum so ein bisschen sein eigenes Ding zu geben. Und was wir auch noch machen, wir müssen auch noch in den Boden hinein. Jawohl, denn wir wollen ja das Haus auch mit der Mine verbinden, die dort hinten irgendwo ist. Und hier müssen wir dann auch noch weitermachen. Erstmal machen wir jetzt den Vorraum und da doch erstmal das Dach. Die, die, die. Autsch. Das sollte nach Möglichkeit nicht passieren. Das Dach machen wir nicht aus Holz, sondern tatsächlich aus Kobbel. Autsch, Mann! Boah. Mein Gleichgewichtssinn ist ein bisschen im Arsch. Argen, meine ich natürlich. Im Argen. So. Nase jucken und, es müsste hier eigentlich auch ein bisschen rüberreichen, ne? Das hier wäre dann so ein bisschen Dachstuhl quasi. Er hat Stuhl gesagt. Müssen wir mal gucken, dass das hier so ein bisschen rüberragt. So vielleicht? Nein, so wahrscheinlich nicht. Oh. Verschwinde, Fliege! Ich hab geduscht! Ich da schon wieder drauf. Mann! Ich hasse das mit Treppen. Ist das ein bisschen zu weit weg vom Haus? Oder ist das genau richtig? Das sind alles Sachen, die müsste man eigentlich vorher ausprobieren. Ach, danke für die Wolle, armes Schaf. So, hier müssen wir gucken, da geht's ja ums Eck, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht gar nicht. Vielleicht bleiben wir einmal bis dahin und hier ist dann Ende Gelände. So, da muss ich mal ganz kurz gucken, da muss ich wieder hochgehen.
So, und dann versuchen wir mal die zweite Reihe von dort. Ach Mann, ey, wieso falle ich immer runter? Das tut weh. Scheiße. Mann, so. Mann, du willst mich doch verarschen, Alter. Was ist denn heute los? Das gibt's doch nicht. Ich hab bald keine Beine mehr. Die sind bald nur noch 20 cm groß, die Beine. Wenn ich hier noch öfter runterfalle. So, jetzt aber hier. Ist die Koordination heute leicht im Arsch? So, jetzt kann ich das ja von hier aus machen. Jetzt haben wir zumindest einen ganz kleinen Dachsims hier. So, bis hierhin machen wir erstmal und dann gucken wir mal weiter. Und hier müssten wir dann quasi... Da müsste ich dann hier anbauen und dann einfach sagen, wupp. Da geht's auch noch weiter ein bisschen, ne? Das machen wir natürlich auch noch. So, jetzt geht's auch ein bisschen schneller. So und so und so. Und dann können wir einfach da drauf machen. Das geht ja easy. Zack. Muss ich mal gucken, wie hoch das Dach wird. Weil ganz ehrlich, der Raum ist ein bisschen sehr breit eigentlich. Ich glaube, wir dürfen das Dach nur an den Seiten so machen. Das wird eine Mischung aus Flachdach und Spitzdach. Weil sonst haben wir eine sehr übertriebene Dachhöhe, glaube ich. Da müssen wir jetzt noch ewig hoch. Wir haben auch weit außen angefangen. Da müssen wir noch ewig hoch. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Ich gucke jetzt mal von außen, wie es aussieht. Von innen geht das auf jeden Fall sehr. Da kann man eine schöne Decke reinziehen. Und hat dann oben einen, aua, einen tollen Dachboden. Von hier unten sieht es momentan noch ein bisschen doof aus, natürlich. Aber da kann man ja, das ist ja der alte Trick. Mal gucken. So, da müssten wir eigentlich noch eins dranbringen. Jo, das geht. So, dann sehe es so aus. Ist schon ein mächtiges Dach, sage ich mal. Da kann man eigentlich auch zwei Riegen abschleifen. Und wir sind gerade mal da am Anfang. Das heißt, das Dach könnte sehr, sehr hoch werden, würden wir es komplett durchziehen. Was aber auch nicht so schlimm ist eigentlich. Ist eigentlich echt nicht so schlimm. So, können wir nachts weitermachen oder... Nee, komm, wir machen bei Tag weiter. Aua, daneben gesprungen. Und jetzt wieder... So, das war kein echter Gainer. Das war ja nicht mal ein Gainer, das war einfach... ein Nachhause-Gainer. So. Hier machen wir jetzt... Dachbodenoptik rein. So. Was total gut ist, weil wir jetzt nicht mehr nach außen aufs Dach kommen. Schön. So, dann, obwohl, das mache ich mal hier einfach mit Erde, ne? Dann kann man da nochmal raus. Und eigentlich... Schade, geht nicht. Ich habe gedacht, wenn das Dach hoch genug ist, dann könnte man hier quasi so einen kleinen Umlauf machen, wo man so ein bisschen unter dem Dach rumtoben kann. Aber das geht leider nicht. So, dann mache ich hier einfach mal Erde hin. So. Lalalala, ja, das schäbige Dach bauen, ihr wisst doch, wie es ist. Immer das Gleiche. Wieso läuft da ein Hund bei uns draußen im Obergeschoss rum? So, und nochmal ein Stückchen Erde, bitte. Sie vous plaît. Ein bisschen Erde, sie vous plaît. So, jetzt dahin, da so. Und zwar unten ansetzen, damit die Treppe nicht plötzlich falsch rum ist. So, so, so.